Good morning and good morning. Guten Morgen, guten Morgen und guten Morgen. So, Paul is saying that the weak conscience becomes defiled when they eat it. So he's very clear the conscience is weak. Paulus sagt uns in Vers 7, dass ihr schwaches Gewissen verunreinigt wird, wenn sie es essen. Es ist ganz klar, dass das Gewissen schwach ist. And he's saying why the conscience is defiled, because they don't have yet this revelation. Und er sagt auch, warum das Gewissen verunreinigt ist, weil sie diese Erkenntnis noch nicht haben. Think, but not everyone has this revelation. He starts with 7, right? Aber nicht jeder hat diese Erkenntnis, beginnt er mit Vers 7. Look, I really like how he brings verse 8 in and then verse 9. These two are so key. Mir gefällt sehr, wie er Vers 8 und dann Vers 9 einbringt. Diese beiden Verse sind so entscheidend. Because he's now explaining to us that they don't eat this because of their conscience, and their conscience is actually not right. Denn er erklärt uns jetzt, dass sie es wegen ihres Gewissens nicht essen, aber das Gewissen ist im Grunde nicht in Ordnung. Because otherwise you would not call it a weak conscience. Denn sonst würde er es nicht ein schwaches Gewissen nennen. So basically here's what he's saying. Im Grunde genommen sagt er Folgendes. If they act against their conscience, even though it's weak and wrong, they defile it. Indem sie gegen ihr Gewissen handeln, auch wenn es schwach und falsch ist, verunreinigen sie es. And you can't defile a conscience. Du darfst ein Gewissen nicht verunreinigen. Too dangerous. I deal with very, teaches very strongly at our school of the prophetic and supernatural. Das ist zu gefährlich. Ich lehre das sehr, sehr stark in unserer Schule für das Prophetische und Übernatürliche. Let's bring this into today's context. Lasst uns das jetzt in den heutigen Kontext bringen. What happened with the pandemic and the vaccine? Was geschah in der Pandemie und der Impfung? There are people whose conscience did not allow them to get vaccinated. Da gab es Menschen, deren Gewissen es ihnen nicht erlaubte, sich impfen zu lassen. What should they do? Was sollten sie tun? Not get vaccinated. Sich nicht impfen lassen. But look what happened. Aber was passierte? The Christian church was divided over those who got vaccinated and those who didn't. The Christian church got divided between those who got vaccinated and those who did not get vaccinated. Die christliche Gemeinde war geteilter Meinung über diejenigen, die sich impfen ließen und diejenigen, die es nicht taten. What should the Christian church have done? Was hätte die christliche Gemeinde tun sollen? Everybody should have said, look, my conscience doesn't allow me to get vaccinated, therefore I will not. Jeder hätte sagen sollen, mein Gewissen erlaubt es mir nicht, mich impfen zu lassen, also werde ich es nicht tun. And if your conscience allows you to get vaccinated, that's just perfectly fine. Und wenn dein Gewissen dir erlaubt, dich impfen zu lassen, dann ist das völlig in Ordnung. But most of the Christian churches I know, they all insisted that their conscience was right and they tried to force it on the other. Aber die meisten christlichen Gemeinden, die ich kenne, haben alle darauf bestanden, dass ihr Gewissen richtig ist und sie haben versucht, es den anderen aufzuzwingen. And this is what Paul is teaching here, we must not do. Das ist es, was Paulus hier lehrt, das dürfen wir nicht tun. Look in verse 8, yet we know, yes, we know that what you eat will not bring you closer to God. Schau in Vers 8. Wir wissen doch, dass das, was wir essen, uns nicht näher zu Gott bringt. You are no better if you don't eat certain foods and no better if you do. Ihr seid nicht besser, wenn ihr eine bestimmte Speise nicht esst, aber auch nicht besser, wenn ihr sie esst. So what happened? Was geschah? See, some people there said, hey, I'm better than you because I don't eat this meat offered to the demons. Einige Leute sagten, hey, ich bin besser als du, weil ich dieses Fleisch, das dem Dämonen geopfert wurde, nicht esse. And other people said, no, I'm better than you because I'm free in Jesus Christ. I can eat whatever I want to. Und andere sagten, nein, ich bin besser als du, denn ich bin frei in Jesus Christus. Ich kann essen, was ich will. So Paul is basically saying, listen, whether you eat or whether you don't eat, none of that actually makes you better or brings you closer to God. Paulus sagt ganz einfach, hört zu, ob ihr esst oder nicht esst, nichts davon macht euch besser oder bringt euch näher zu Gott. What makes you a better Christian is Jesus Christ, not whether you eat certain things or don't. Was dich zu einem besseren Christen macht, ist Jesus Christus, nicht ob du bestimmte Dinge isst oder nicht. What makes you a better Christian is that you focus on everything that he did, not on everything that you can do. Was dich zu einem besseren Christen macht, ist, dass du dich darauf konzentrierst, was er getan hat, nicht darauf, was du tun kannst. But they believed what they did or what they did not do made them better. Aber sie glaubten, indem sie etwas tun oder nicht tun, es sie besser macht.
Think how much the church lives this today, just like the Corinthians. Überlege, wie sehr die Gemeinde heute noch so lebt, genau wie die Korinther. I don't listen to that music, so I'm a better Christian. Ich höre diese Musik nicht, also bin ich ein besserer Christ. I listen to music whatever I want to, therefore I'm a better Christian because I'm free in Jesus Christ. Ich höre Musik, was auch immer ich will, deshalb bin ich ein besserer Christ, denn ich bin frei in Jesus Christus. Paul exactly says that we must not do that. Paulus sagt uns, dass wir genau das nicht tun dürfen. I'm going to tell you a story that some of you probably don't know. Ich erzähle eine Geschichte, die einige von euch wahrscheinlich nicht kennen. 4 years ago, I was in Peru. Vor 4 Jahren war ich in Peru. And I was in my hotel room. Ich war in meinem Hotelzimmer. Getting ready to preach at a big conference. Und bereitete mich darauf vor, auf einer großen Konferenz zu predigen. And the Lord said to me, go and leave the hotel room and go for a walk. Der Herr sagte zu mir, ich solle das Hotelzimmer verlassen und einen Spaziergang machen. So I walked through the town there I was in. Also ging ich durch die Stadt, in der ich mich befand. The whole time walking and wondering what he wants me to do. Ich ging eine ganze Zeit lang und fragte mich, was er von mir will. Then I came to a walk by tattoo studio. Dann kam ich an einem Tattoo-Studio vorbei. And God says, stop here. Und Gott sagte, bleib hier stehen. He says, lift up your arm and make a selfie. Nimm deinen Arm hoch und mach ein Selfie davon. And I will show you how my children judge. Und ich werde dir zeigen, wie meine Kinder urteilen. He said, take a selfie. Er sagte, mach ein Selfie. Send it to your friend in Austria. Schicke es deinem Freund in Österreich. And ask him to Photoshop a tattoo on your arm. Und bitte ihn, ein Photoshop-Tattoo auf deinen Arm zu erstellen. And then post it. Dann poste es on your Instagram, auf deinem Instagram, and tell exactly how I told you what I told you to do. Und erzähle genau das, was ich dir gesagt habe zu tun. Tell you that you were in the hotel room and I told you to go to the tattoo studio and do this. Sag ihnen, du warst in einem Hotelzimmer und ich habe dich in ein Tattoo Studio geschickt, um das zu tun. And go and do what you did. Und dann hast du es getan. So I did that. Also tat ich das. I didn't even have so many followers on Instagram then. Damals hatte ich noch nicht so viele Follower auf Instagram. It was not 24 hours and there were way over 1,000 comments. Es vergingen keine 24 Stunden, da gab es schon weit über 1,000 Kommentare. And do you know what happened to these comments? Weißt du, wie diese Kommentare waren? Every single person was judging. Jede einzelne Person hat geurteilt. Half of them, or maybe more, were judging me for having a tattoo. Die Hälfte, vielleicht sogar mehr, verurteilten mich, weil ich ein Tattoo hatte. That's what they thought. So dachten sie darüber. I mean, they judged me for not being a man of God, not being a great Christian, being worldly now. Sie urteilten, ich wäre kein Mann Gottes, kein großer Christ, ich wäre jetzt weltlich. But listen to the shocking thing. Hör zu, was das Schockierende daran war. That those who did not judge me and still wrote a comment. Diejenigen, die mich nicht verurteilt haben, haben trotzdem einen Kommentar geschrieben. They judged the ones who judged me. Um die zu verurteilen, die mich verurteilt haben. So basically, every single Christian was judging. Im Grunde hat also jeder einzelne Christ verurteilt. And the Lord said, do this and I will show you how my children judge each other. Der Herr sagte, mach das und ich werde dir zeigen, wie meine Kinder sich gegenseitig verurteilen. I was shocked. Ich war schockiert. So look at this. Schau mal. That's exactly what Paul is saying we must not do. Genau das sagt Paulus, dürfen wir nicht tun. Your freedom doesn't make you better and your lack of freedom that you live in doesn't make you worse. Deine Freiheit macht dich nicht besser und deine mangelnde Freiheit, in der du lebst, macht dich nicht schlechter. We have so much to learn here. Wir haben hier so viel zu lernen. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.